80.000 nehmen können. Ja, okay, habe ich jetzt Wissen versaut, aber auch scheißegal. Was ist denn das? Schutz? Nebenhand? Level 4. Aber ich Farewell. kann What verkaufen mein brings you Stuff. here? Ich kann verkaufen mein Stuff, wenn es die Tüte. Farewell. Aber hier, ich muss dann wieder hin. Warum soll ich denn da? Oder es geht halt einfach What dahin, brings oder you was? here? What brings you here? Farewell. Kehre zurück und untersuche die Oase. Gehen wir erstmal. Okay, da lang geht's natürlich nicht. Ah, ich habe schon gedrückt gehabt. E. Vielleicht geht's ja hier so weiter. Einhandachse, ja, brauche ich halt auch nicht. Einhandaxt. Okay. Kann ich ja halt nicht viel mit anfangen mit einer Einhandaxt hier. Irgendwas mit Anstecker habe ich da gesehen. FW! Digga, ich habe W gespammt! Ich wollte meine Gestalt, es war doch ready. Crazy. Ich hatte wie gespammt, mein Lieber. Hier. Irgendwelche Götze wieder, die richtig grün ist hier. Erweiterungsbereich für Aura des Verfalls, Vergiftungschance bei Zaubertreffern. Verringerte LP-Kosten von Zaubern statt Stationsaufbewahrung. Was weiß ich hier, dann tun wir rein. So. Hä? Ach, das passt nicht da rein. Das ist kleiner? Das ist ja Katastrophe. Das ist ja Katastrophe. Wie soll ich denn das da machen? Das Ding soll rein? Aura des Verfalls, die habe ich, oder? Weil sonst wäre das ja nicht so groß. Vergiftungschance. Ich kann das halt nur so hier rein tun, aber wie soll das denn hin? Was habe ich da rausgetan? Chance auf Entzündung bei Treffern. Das war halt so groß. Nur das Ding ist, ich spiele mit dem Loot-Filter von auf dem anderen Bild, als was ich spiele. Jetzt habe ich zwei rausgenommen für eins. Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Wie sich das auswirkt. Mal schauen, weil hier ist noch eins. Sehr verwirrend mit dem mit der Quest Führung gerade. Jetzt ist doch das Richtige. Oh, das ist ein Schorke. Oh, normale Gestalt wild jetzt. Sch
Scheiße, ich habe gedrückt nochmal R. Jetzt aber. Jetzt W. Komm, endlich. Also, gerade die Gestalt abgelaufen, die Scheiße. Okay, zweite Phase anscheinend. Dass ich dann auch einfach irgendwo hingehen muss mit dem Ding. Oh, okay. Dann habe ich jetzt zumindest das, die Festung gefunden, oder hier die Dings da, das Versteck. Ah, jetzt ist noch was zu quatschen, irgendeine Story, ja, fühle ich, sehr, sehr geil. Kehre zu Cedric zurück. Also hier kann ich hier hinporten, da habe ich kein Port und ich muss, glaube ich, ja, beide hier abgeben. Dann machen wir das mal. So viel haben wir gar nicht mehr gelootet auf dem Weg dahin. In der Tat, zack, zack, danke. Nicht vergessen, hoffe, Lamplan, ja. Auch abgegeben, sehr fein. Reise zur Oase. Nichts mehr zum Abgeben? Nee, oben wieder. Hier noch eine Quest. Zack, zack, bla, bla, danke. Oh, das habe ich, im Test gesehen. Ich mache da, dass ich mehr Loot krieg. Zirkel des Schicksals. Wenn du dich dem Zirkel des Schicksals anschließt, lass den Gegner mehr Gegenstände fallen und du kannst Prophezeiungen nachgehen, um noch mehr und bessere Gegenstände zu finden. Das möchte ich. Wenn du dich der Händlergilde anschließt, kannst du Gegenstände auf dem Bazar oder direkt mit anderen Spielern handeln. Das Ding ist, ich spiele eh offline. Aber mit dem Bazar. Du kannst noch später wechseln. Ja, dann mache ich erstmal. Dann mache ich erstmal mehr Loot. Würde ich sagen. Bessere Gegenstände finden. Reisen. Okay, es entspricht jetzt zwar nicht der Quest, aber. Anscheinend bin ich jetzt im Observatorium. Das, da war ich angenommen. Hallo, richtig? Oh ja. Schicksal, der Name, das Schicksal betreten. Tritt dem Kreis des Glücks bei. Ja, klar. Du kannst der anderen Fraktion nicht beitreten, solange du dieser angehörst. Ja. Gunst und Ruf. Solange du Teil des Zirkels des Schicksals erhältst, du Gunsten durch das Töten und abschließend zum Quest. Gunst kannst du im Observatorium gegen Ruf eintauschen. Das ist sozusagen deine Erfahrung, die du im Namen dieser Fraktion gesammelt hast. Getötete Gegner und abgeschlossene Quests bringen mir dir ebenfalls eine geringfügige Menge Ruf. Also muss ich jetzt hier Ruf grinden. Je besser der Ruf ist, desto höher kannst du in den Reihen des Schicksals, Zirkels, des Schicksals aufsteigen und so mächtige Vorteile freischalten, mit denen du mehr bessere Gegenstände finden kannst. Geil, das ist ja wie so ein Season Pass. Irgendwie. So, Gegner haben eine Chance, 35% doppelt so viel Gegenstände fallen zu lassen. Es besteht eine Chance, 50% Dune des Aufstiegs nicht zu vernichten. Nicht zu vernichten, wenn sie einen Gegenstand auch angewendet werden. Zumindest ein Rang Schicksals. Okay, das muss ich noch schauen, wie das funktioniert. Bei jedem fallen gelassenen Götzen besteht eine Chance, 25% gleich nicht zwei fallen gelassen. Affix ist mit 50% der höheren Wahrscheinlichkeit exaltiert. Es besteht eine Chance, 100% Monolith, echtes doppelte Menge zu erhalten. Belohnt zu einem einzigen Geschenk. T7-Affixe treten doppelt so oft auf. Fallen gelassene seltenen Gegenstände werden 25, bla 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 bla. Okay. Rangbelohnung, Prophezeiung. Statte dem Observatorium einen Besuch ab, um Prophezeiungen zu erforschen. Bestätigen. Ich möchte mehr über Schicksal, möchte ansehen. Zwei an Schwerstufe, Erforderstufe 52, Grundkosten 4200, nicht identifiziert. Oh, das ist jetzt ein Gamble-Ding. Höher. Nicht identifiziert. Wie viel Schaden hat meins? 77, meins hat ja schon mehr, 78.
66. Nahkampfschaden erhöht, kritische Physikschaden erhöht und dann 70% die, ne? Ich brauche halt. Moment, let me check. Hier. Das Lustige ist, das Ding ändert sich täglich. Ich muss nur mal refresh machen. Das gab es gestern nicht, das gab es nicht hier. Increased Melee Attack Speed, Critical Strike, All Attributes, Chance to Shred Armor on Hit und 38% Increased Necrotic Damage. Oha, hier ist gar kein Spell Damage mehr drauf. 2,4 Meter Range. Int Health Armor. Less Damage Taken by a Two-Hand Melee Weapon. Okay, das kombiniert mit der Waffe. Increased Damage, Increased Health. You don't regenerate Health. Okay, es gibt mal so einen negativen Stat. Okay, Zweihandschwert, immer noch so way to go. Was hat der hier drauf? Melee Attack, Critical Strike Multiplier. Also anscheinend Critical Strike Multiplier ist halt schon geil. 23% Chance zu Shred, Armor und Hit. Yo. Also ich könnte ja nicht verschieben. Einhand. Nahkampfschaden, Zauberschaden. 100 Nahkampfschaden. 100 erhöht physischen Schaden. Das ist schon krass. Zauberschaden komplett weggehen oder was? Hat sich vielleicht der Lootfilter auch verändert? Bewegungstempo, Schutzverfallgrenze. Was ist das? Trankslots 5 und andere ist alles random. Nahkampfschaden. 104 Nahkampfschaden. 94% Nahkampfbetäubungschance. 13% erhöhter Nahkampfbetäubungsdauer. Deutsch. Boah, das ist halt alles krass. Also 104 Nahkampfschaden. Ich würde das mal einfach schauen, was dabei rauskommt. Ich habe ja Kohle. 4000, ich habe 160.000. Schauen wir mal. Achso, ich kann das gar nicht kaufen. Bis ich irgendeinen Ruf habe, oder? Bis ich irgendeinen Ruf habe, glaube ich. Jo. Regionales. Oh mein Gott, was ist das? Fokuslinse des Weges. Er hört Chance pro Rang. Größte Linsen, Rückkauf. Was ist das alles? Okay, das anscheinend ist meine Fraktion, in der ich irgendwie kaufen und verkaufen kann Sachen. Wichtig anscheinend hier. Götzenprophezeiung. Wie? Deine Gunst durch höhere Rang im Zirkel des Schicksals schaust du. Wie, was ist das hier? Neues. Ich muss irgendwas. Deine Gunst 104 und ich brauche 320. Aktiv Belohnung anzeigen. Deine Gunst 104, ich brauche. Okay, schau halt auf irgendwas hier. Weiß nicht genau. Irgendeine Rüstungsprophezeiung. Götzenprophezeiung 680. Die Festung Tod von Arena Champion. Arena Bedingung. Set Körperrüstung mal 3. Okay. Ist das ihr Endgame oder was? Yes. Was ist mit dir? Waffenprophezeiung. Sind das irgendwelche Inis oder was? Ich brauche halt irgendwie Ruf hier. Okay, was ist hier? Rüstung, das war es hier. Zubehör. Welcome.
Okay, kannst du mir eine Prophezeiung sagen? Zeigen sie ein Mittel? Sind das Mittel, durch das wir das empfindliche Medium zwischen den Sternen und das Schicksal beobachten, aufzeichnen und sogar manipulieren können? Geh zu einem beliebigen Teleskop in diesem Turm und benutze es, um eine Konstellation zu beobachten. Wenn du einen Stern gefunden hast, dessen Licht du einfangen möchtest, zeichne ihn als Prophezeiung auf. Nachdem du deine ersten Fortschritte in der Kunst des Wahrsagens gemacht hast, kannst du Linsen nutzen, um präzisere Kontrolle über Teleskope zu erhalten. Mit der Zeit wirst du Zugriff auf mehrere verschiedene davon erhalten und sogar mehrere auf einmal nutzen können. Ich habe doch keinen einzigen Text jemals gelesen, außer der jetzt hier. Initianten ist dieses Privileg nicht gestattet. Dazu ist unsere Rüstung viel zu empfindlich. Ich könnte dir eine andere zersprungene Linse verzeihen, aber eine oder andere, ja. Galia wäre versucht, dich höchstpersönlich von der Oberkante des Observatoriums zu werfen. Sprich mit Galilia, wenn du die Linsen oder andere Gegenstände kaufen möchtest, die bei der Forschung helfen können. Du bist im Zirkel Schicksal eine große Hilfereisende. Reise zur Oase, Zirkel des Schicksals, Einweihung. Erhalte eine Prophezeiung von einem Teleskop, der... Ja... Götzenprophezeiung. Rüstungsprophezeiung. 680.000. Deine Gunst. Neu auswählen. 320. 500. Westen. Achso, das ist ein Titel. Ah, okay, da. Es kostet hier. Okay, ich tue das Teleskopen. Jetzt nach Osten. Okay, aber habe ich jetzt nicht. Wird auf Rang 2 freigeschaltet. Linsenslot. Check ich noch nicht ganz, aber. Aber sieht irgendwie nach Endgame aus. Wenn ich jetzt hier kurz ausschalte, blinkt es auch nicht mehr. Oasenjagd. Warum ist das nicht mehr an? Durchsuche die Oase nach Spuren der Händler. Ich möchte mehr Schicksal erfahren, natürlich erzählen die Gierde in der Organisation. Wir sind ordentlich gewesen. Wir müssen das Sterne grundlegend glauben, dass der Zirkel sind Sterne, sonst leiten sie Schicksal. Sterne, Sterne, Sterne. Okay. Observatorium ist hier das, der Geschickes Einweihen und hier Oase. Da muss ich hier hin. Da muss ich zur Oase hin, oder? Okay, krass. Ganz gepeilt habe ich das noch nicht, aber wird schon noch kommen. So, da machen wir dann einfach mit der normalen Quest weiter hier. Wenn wir wieder sind in dieser Oase, da jetzt alles, also wie hieß das Ding? Oasenjagd, genau. Der Zirkel der Schicksalseinweihung. Genau, okay. Finde ich aber sehr so doof, dass alles jetzt blinkt. Egal, wo ich hingehe, er sagte mir, ich soll woanders hingehen. Ab zur Oase. Also so wie ich es verstanden habe, alles, was ich jetzt mache, bekomme ich auch für die Ruf oder so. Hier oben Main Quest, unten Side Quest. Jetzt bin ich schon mal nach oben. Das ist ein großer, oder? Ja, geht. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Okay, hier geht's nicht weiter. So muss ich sowieso unten rumgehen. Gelehrten. Mehr Tempo.
Digga, ich spam eins und ich drop so low. Drei von den komischen Wirbeln hier. Dann wie weit tut denn der wegporten? Wie weit portet der denn weg? Akolyten Teufels Google. Die Crucial Widerstand. Das ist anscheinend sehr wichtig, weil es rot ist. 1080, 1111. Vitalität erhöht Diener LP. Ich überlege jetzt echt, die andere Filterung anzumachen. Warte mal kurz. Vielleicht hat sich das ja wieder verändert ja, mit der Zeit. Wir tun das mal. Filter löschen. Ja. Und wir nehmen. Nur kurz refresh. Wir nehmen Lootfilter. Download hier. Steuerung A. Filter erstellen. Zwischenablage einfügen. Und wir nennen das hier Harvest Lich Guide. 19. Februar. Okay. Okay. Bestätigen. Test löschen. Ja. Harvest Lichtgeld. Zack. Mal schauen, ob ich jetzt überhaupt irgendwas looten darf. Weiß es nicht, ob es nicht ein Fehler ist, aber wir testen jetzt mal. Kann auch sein, dass es ein Fehler ist, aber wurscht. Fetten sie nicht ohne, aber die Explosion carried, also das AOE carried ohne Ende. Wenn ich das nicht hätte, würde ich hier gar keinen Charme mehr machen, ey. Ich sag's wie es ist, würde ich halt gar keinen Charme mehr machen. Hier haben wir irgendwas gefunden hier. Die carried auch so, die hält auch gut die Fähigkeit oben. Da habe ich mich ja ultra schwer getan nach einer Zeit. Das sind so seltsame Viecher, die nach hinten gehen. Gelehrten Teufelsrobe des Lebens. Hey, wenn das Ding das sagt, nehme ich das. Level 34, Level 41. Aber ich verliere Rüstung. C, warte. Steht hier irgendwo Rüstung, Gesundheit, LP, Gesundheit, Tempo, Mana, Regeneration, Geschicklichkeit, Intelligenz, Vitalität, Verteidigung, Ausdauer, Crit, Schaden gegen Angreifer, Mana, Zauberschaden, Diener, sonstige, Blutungsschaden. Ich suche einfach Rüstung. Ach, hier Rüstung. 4, 5, 9. Ist doch alles besser mit dem. Okay, dann nehme ich das, was der Loot Guide da sagt. Okay, cool. Dann haben wir schon mal ein Item mehr. Das W-Spammen geht manchmal nicht hier. Ich hatte gedacht, ich kriege gar keinen Loot mehr, aber irgendwie anscheinend jetzt doch.
ein großes Viech hier. Erhaltener Schutz des Tötungssplitter. Tötungssplitter hier. Wieder so ein Alpha. So ein Möchtegern-Vieh hier. Okay. Betritt die Kristallminen. Kehre mit der Nachricht über das Schicksal. Betritt die Kristallmine. Muss ich nach oben irgendwie. Wie bin ich jetzt so schnell gelaufen eigentlich? Mach halt R. Schon wieder irgendwas Lebhafte? Level 53, Level 33. Wird Bewegungstempelität, Widerstand, ja, nimm ich halt. Aber okay. Dann hat's ja der Filter bis jetzt doch gebracht. Besser werden, keine Ahnung, aber wenn der Filter sagt, das ist richtig, dann ist es auch richtig. Das ist der Filter, nach dem ich halt wirklich gehe. Hier noch eine Sidequest. Kennst du mich? Ja, hört sich gut an. Ja, finde ich super. Betritt die Kristallmine. Ja, okay, gut. Dann wollen das beide. Main und Sidequest möchte, dass ich die Kristall... Ich wollte mit denen quatschen. Dass ich die Kristalllinien hier betrete. Suche nach Spuren für Mist und finde den Aufzug. Eine Quest will Aufzug, eine andere will vermissen. Ja, okay. Versuch mal beides zu finden, wa? Achso, es geht doch hier weiter. Ohne das geht's nicht mehr, ey. Wahnsinn. Jo. Ich dachte, ich level halt dann, wenn ich nochmal level. Aber irgendwie, das dauert jetzt. Was dauert jetzt hier auf einmal, aber nicht so schlimm. Ich will eh nicht unbedingt so schnell Max-Level erreichen, sonst... Level macht einfach Fun. Das für ein Wirbelscheiß hier. Jawohl. Philosophenheiligtums irgendwas. Wieder irgendwas. Gürtel mit 5. Nimm das. Aber nur 4. Ich glaube, der, den ich habe, ist doch besser, oder? Schutzverfallanzeige. 11% von den LP wird in Schutz umgewandelt, 4% der Gesundheit.
glaube, ich tausche den nicht. Das ist zwar als gutes Item drin, aber ich glaube, ich habe einen besseren. Oder zumindest einen gleichwertigen habe ich. Oh. Hi. Ich kann auch nicht durch den... Mit dem geht durch den Block. Doch, mit dem auch, okay. Ich darf nur nicht auf ihn direkt drauf halten. Okay, der hält einiges aus. Ich sag's, wie es ist. Oh, nee, ich hab gedrückt. Egal, egal. Ist down, passt. Schreine habe ich schon nicht ganz kapiert, aber das wird schon passen. Irgendwelche komischen Buffs, die mir jetzt nicht so aufgefallen sind, muss ich sagen. Schon nice mit den Porten zu verteilen. Den Fluch, aber irgendwie haben es dann doch nicht alle. Und das nochmal nachbuffen, so oder so. Okay, hier ist Ende. Oh, ist hier eine Kiste? Wie schlecht man die sieht. Ich kann doch looten, aber der Loot-Filter ist halt auch für Low-Level jetzt, gell? Cool, 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 cool. Geht so viel besser. Wie bin ich denn letztens, wie bin ich denn so komisch gerade auf dem Mikrofon gesessen, dass ich das halt so weh tat? So ist es richtig entspannt hier. Entspannt auch nicht, aber einfacher. Oh nee. So ein scheiß Typ, wenn ich glaub, die Fähigkeit schon benutzt eben gerade. Mit schönen AOE. Oh, der ist hin und weg geportet, das ist gut. Oh. 42 und Stiefel, auch nicht schlecht. Zack, Stiefel. Level 16, ich habe 53. Also schlechter würde ich sagen, Akolyten. Dings da. Rüstung ist krass. Level 42 meines Ding. Aber viel weniger Leben. Mehr Feuerschaden.
Physischer Widerstand plus 2 Opfern, Schaden von 50% Schaden von Zauber, Rüstung von gesunder Verringerung. Bin ich jetzt mit der besser? 79 Rüstung, 96 Rüstung habe ich an. Nee, nee, ich würde sagen, die ich anhab, ist besser. Ich hatte mir zwar das Inventar auf eine andere Taste getan, aber irgendwie drücke ich die nicht. Aber ich bin hier schon fertig. Aber ich will doch zu dem Horst. Du bist da nicht nach oben, ne? So ein Schießfuzzi da. Das Ding, also die Fähigkeit habe ich jetzt verwendet hier. Eine Scheiße. Ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Ich sammle halt nie Gold ein, hä? Bei dem anderen ist es ja nur zurückkehren. Ich kann mit dem nicht auf einer Stelle porten. So. Oh, bin ich wieder irgendwo in der Stadt oder so? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Also los, Adlerdiebstahl. Dann klauen wir mal Adler. Dann lass uns mal einen Adler klauen. Jetzt habe ich wieder Sachen gedrückt, ich Depp. Ich darf halt eh nicht nochmal drücken, damit diese Explosion da bleibt. Das kannst du mal hier richtig. Oh, jetzt sind die wieder stärker hier. Bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Zeigt mir halt nichts an. Oh, da ist ein fetter Adler. Oh. Das sieht aus wie ein kleiner, großer Boss. Das sieht mir aus wie ein kleiner, großer Boss irgendwie. Ah, jetzt kommt taucht's auf, nach oben muss ich. Dann doch in die andere Richtung, da beim Adler. Ah ja, jetzt geht's aber auch nach oben. Okay, ich habe einfach alle Buffs angemacht und der ist halt sofort tot. Ja, ja, in Ordnung, lass los. Jetzt kommt mit Save und Boss. Oh mein, was ist das? Krass, was zum Fick, warum ist der Chat da? Yo! Ich hoffe, ich kann da nicht runterfliegen. Das ist ja episch.
Machen aber auch gut Schaden wegen ihrem scheiß AOE alle. Okay. Doch, jetzt geht's weiter auf dem Adler. Jetzt sind wir irgendwo hingeflogen. Quest abgeschlossen. Danke. Können wir das nochmal machen? Arme Klaue. Sagt sie das gemeinsam durch. Danke. Okay, weiter geht's. Betritt den Tempel. Dann mache ich das mal. Also versuche ich zumindest dahin zu kommen. Wenn der Tempel öffentlich ist, dann gehe ich rein. Wenn nicht, wenn er geschlossen ist, dann kehre ich halt wieder um. Oh, super ein Portstein, dann kann ich immer wieder hier hin und spawnen da. Okay, wenn du überlegst, schon nice das Game, schon nice hier. Trotzdem glaube ich, wenn irgendein Boss kommt oder so, habe ich immer so Schiss, dass ich das nicht hinkriege. Weil so akkurat moven kann ich nicht. Dazu bin ich noch nicht so vertraut mit dem Control hier. Echt gern nochmal leveln von dem größeren Ding. Oh nee, habe ich die Taste doppelt gedrückt, eh? Wie lange es dauert ohne die Fähigkeit? Und Karte ist sehr wild. Karte sieht sehr wild aus. Speed ist gut. Speed ist gut. Ich fette mir, glaube ich, auch einfach mal die Taste, ne? Das kann sein, ja. Zack, ich muss gar nichts machen. Wenn die Explosion da ist, dann töte ich die Gegner sonst nicht mehr. Und jetzt mache ich gar keinen Schaden mehr. Oh, tot! Ich hab's gesehen, dass das Leben so krass droppt. Fähigkeit weg und das Schild hat nichts gebracht. Das Schild hat nichts gebracht. Da kam zu viel zu schnell Damage rein. Okay, die mit ihrem scheiß Range. Ich bin so empfindlich gegen Spells. Boah, so viele dann auf einmal. Das ist crazy.
Der Dolch soll was für mich sein, ist aber Einhand. Vielleicht mal für ein anderes Bild. Ich bin noch voll auf Zweihandwaffen. Wo geht's denn hier lang? Ich hab gar nicht auf der Karte geschaut, wo ich lang muss. Aber ich, also zumindest in welche Himmelsrichtung. Ich bin wo? Ich bin hier. Ich muss da in den oberen Tempel, oder? Ja, also ich muss ich unten links hin. Theoretisch unten links. Ich laufe ja nach rechts wieder. Und normale Gestalt auch sehr wild. Dunkle Sichel der Säure. Klingt gut. Klingt lecker. Das ist schon wieder Einhand. Wieso gibt er mir Einhand? Vielleicht einfach, weil es die Stats hat. Ich müsste nach links kommen irgendwie. Ja, okay, das ist halt wieder hier Sackgasse. Also hier unten links und hier bin ich. Ja, da lang muss ich. Ich probiere mal da lang zu gehen. Also hier lang oder da lang? Auf jeden Fall irgendwie unten links. Hier ist wieder Sackgasse. Ja, ja, Sackgasse. Hier war ich ja nicht. Hier war ich noch nicht. Hier ist irgendein Tor. Es gibt ja mehrere Tore draußen. Aber das ist falsch anscheinend. Wieder Sackgasse, glaube ich. Okay, ich muss. Was will denn er? Offen lassen. Wo sind wir hier nicht abgebogen? Normalerweise geht es immer in die Himmelsrichtung. Wie soll auf der Karte allgemein in dem Gebiet hingeht? Hier müsste auch wieder Sackgasse sein hier. Kommt doch von hier, oder? Dann müssen wir hier links. Nee, hier ist... Hä? Hier kann ich nicht hin. Ich muss das Dach des Tempels links runter. Also links runter ist die einzige Möglichkeit hier, aber das geht nicht. Das ist hier das... Betritt den Tempel von Magia und durch einen der Dacheingänge.
geht hier. Ja, okay, jetzt muss ich mal schauen. Hier sind diese zwei, die ich übrig gelassen habe. Selten, dass man Wege suchen muss, aber vielleicht hätte ich einfach weitergehen sollen hier. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, ist auch Sackgasse, oder? Okay, jetzt jemand Größeres. Und da will ich die Gestalt nicht verlieren. Wenn es geht. Die scheiß Karte wieder wegmachen. Scheiße, auf Range immer so schießen muss man nicht, ey. Ah, hier, schau mal jetzt. Jetzt wird wieder irgendwas angezeigt. Jetzt wird wieder was angezeigt, nice. Oh, das sieht wieder so ein kleiner Miniboss aus. Oh, der hat einen Laserstrahl. Okay, weg ist er. Boah, das ist krass. 257 Rüstung. Das finde ich heftig. Bisschen besser als meiner sogar. 54 Schaden auf der Zeit. Crit 89. Nahkampf, Erdekast, Geschwindigkeit. Ich finde den sogar besser hier. Okay, jetzt geht's da rein. Da bin ich immer gespannt hier. Okay. Sieht aber, ey, wenn wir den Tempel so weit hochgehen, das sieht alles safe nach irgendeinem scheiß Bosskampf aus oder irgendeine wilde Area. Aber immerhin gibt es einen Speicherpunkt hier. Jo, 59. Dann könnten wir ja mal gleich leveln. Ich habe heute noch nicht gelevelt, ne? Wir haben schon, glaube ich,